Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue es noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben, aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihre Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Deswegen also in Resident Evil 5 der Ouroboros-Virus in Afrika. Ich hab's gewusst, dass das Spencer gewesen ist. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewigst Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Spencer hat die Idee also von Miranda und das Virus hat er aus Afrika rausgeholt und irgendwie in Raccoons. Boah, wenn der Pommes-General das sehen würde, ey, der würde ausflippen. Spencer, hier? Ich glaub's nicht. Hier war also der Spencer, als er noch jung war. Interessant. So fügt sich also alles zusammen. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes vielleicht? Das ist also Eva, nehme ich an. Das ist das Forscherteam. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals, aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megazimmen wieder zu mir holen. Du musst die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann in Kelch der Giganten, dem Regler des Megazimmen, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyzidmen zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solch Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden. Den Megamyzeten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn. Mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzid spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauche nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus den Megamyziten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es 100 ausprobiert. Nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keins meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alicina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lykans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur ein weiteres Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie war die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Aha. Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit.
Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen, alles. Und es war mir egal, solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist... fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Au. Holy shit, ich finde... ist gerade ein bisschen... zu gefährlich. Übertrieben. Was meinst du mit fort? Spencer rein. Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was? Evelyn ist drin. Spencer ist irgendwie als Student, hat hier angefangen und dann Umbrella gegründet. Das Logo war also die Idee von... Was ist passiert? Ist da jemand? Ja, kalt. Was? Ich kann nur laufen. Wie komme ich hierher? Oh Gott, ist das kalt. Alter, die Miranda hat dir dein Herz rausgerissen. Scheiße, mein Körper. Die linke Hand ist wieder. Du bist so dumm. Eve. Evelyn. Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du? Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du fragst jetzt nach seinen Fingern. Du solltest gar nicht mehr hier sein. Zui. Mit dem Scheiß. Miranda hat ihm das Herz rausgerissen und es ausgedrückt. Nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose? Mir? Ich... Verstehst du es jetzt?
Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose, ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Tot. What the fuck? Ich werde Rose retten. Lol. Also, dass die Isen irgendwas Besonderes ist, wusste ich ja schon. Ich sehe da Fleisch hängen, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Also an sich ist der Duke schon cool. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan. Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Was? Das verstehe ich immer noch nicht. Die Frage ist, wo muss ich lang? Wir bestehen also aus Schimmel, Mold. Gab's denn nicht mal so ein Experiment? Alter, leck mich doch. Ich hab mich gerade so Gehirn gebumst. Dass Spencer irgendwie ein Fan von der Miranda ist und deswegen Umbrella gegründet hat, das ist schon ein bisschen weird. Dass Evelyn auch unter Beobachtung von Miranda stand, ist genauso weird. Dass mit dem Ethan irgendwas nicht gestimmt, dass Miranda sich irgendwie als Mia ausgegeben hat. Aber ist Miranda auch die Mutter von Mia? Dass Chris jetzt doch kein Arschloch ist. Dass wir aus... Lasst mich in Ruhe. Ich muss mal kurz Pipi machen.
Puh. Jetzt bin ich wieder schneller. Einfach weiter. So, bin ich übrigens wieder da. Wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Meine Kräfte verlassen mich! Rose! Sind wir... Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Rose ist mein! Nein! Rose ist meine Tochter! Elende Fotze. Bin ich hier bei Dark Souls oder was? Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für ihn. Du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht dein. Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Stirb! Und übergib du! Ich bin jetzt gerade ein bisschen lame. Yo. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werd ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Stirb, 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 stirb. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Yo. Warum willst du nicht sterben? Aua, ich halt doch schon still, aber... Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Das war's für dich. Jetzt stirb. Ich mache meinen Traum wahr. Ich muss. Du lebst noch. Wandelnde Leiche. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen.
Alter. Würde erklären, warum die so, warum die Rose so wichtig ist. Wenn ich theoretisch aus Schimmel bestehe und vielleicht auch ein Experiment bin, also Ethan Winters, und die Rose dann irgendwie als einzige natürlich geboren wurde mit diesen Fähigkeiten. Vielleicht eine, die nicht vergeht. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan. Wir müssen los. Oh, Entschuldigung. Blöder Controller. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. The Big Daddy. Sag dir das selbst. Komm schon, das ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht. Wie Chris einfach mal so viel Scheiße gesehen hat, dass ihm nichts mehr. Wiedersehen, Rosemary. Erschrecken kann. Ethan. Ja, coole Stiefel an. Aber die kennen wir ja schon. Wenn das überhaupt Stiefel sind, ich weiß es nicht ganz. Los, los, bring uns hier raus. Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot.
Ich kannte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Was? Dafür werden sie bezahlen. Die haben Biowaffen geschickt. Gut, Resident Evil 9 confirmed. Chris vs. BSAA. Boah. Kack mir doch ins Hemd. Bitte lass das Crystal in Dingsbums spielen. Geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch durchziehe. Alter, es ist 5 Uhr. Ja, die Geschichte kennen wir ja schon. Alter Schwede. Eine Sekunde. So sieht meine Facecam übrigens aus, wenn ich sie nicht bearbeite. Boah. Bisschen übel. Ist das Rose? Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren, er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Wer ist das? Hä? Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht doch, wie ein Killerball an. Warum sehen wir die? Was? Ist das jetzt Rose? Ist das Mia? Oder ist das... Hi, Dad. Alles Gute. Oh. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Was? Wir spielen. Ja, ich hab sie. Ja, wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow, war nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Was? Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Was?
Was? Was? Ich find's gerade ein bisschen weird. Okay. Ist das ein abschließendes Ende? The Father's Story is not. Hier endet die Geschichte des Vaters. Oh nein. Also entweder spielen nur Resi 9 Chris. 10 Stunden? Wirklich nur 10? Das kann nicht sein. Inhalt im Bonusmenü freigeschaltet. Konzeptart, Modelle, Herausforderungen, Boni Shop. Schließen Sie Menü-Herausforderung gelistete Herausforderungen ab, um Abschlusspunkte zu erhalten. AP können Sie im Boni-Shop gegen eine Vielzahl von Bonis eingetauscht werden, unter anderem einen neuen Spielmodus, Waffen, Konzeptarten, Modelle. Neue Filme hinzugefügt, Village of Shadows in voller Länge, Entwicklung von Village of Shadows, das Level-Design von Resident Evil Village, Entwicklung der Visuals und so weiter und so fort. Glückwunsch, Sie haben den Story-Modus abgeschlossen. Jetzt können im Boni-Shop folgende Waffen erworben werden. WCX. Keine Likes für Lickerns, 4 Gefahren und so weiter und so fort. Ja, ja, von mir aus. Okay. Ja, das stimmt. Ich bin aber auch ein kleiner Chris-Fan. Aber am Ende, das war schon echt ein bisschen extremer Plot-Twist. Schade, dass die anderen den nicht mitbekommen haben. Aber ich habe mich gerade so ein bisschen verzockt in das Spiel. Ich glaube, wir sind heute wirklich... Kai war kurz dabei. Justin war bis... Ich glaube, den haben wir um 12 verloren. Aber ich glaube, dich hat es genauso gefesselt wie mich. Ja, Resident Evil Village. Am Ende fügt sich alle so ein bisschen zusammen. Wenn auch vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber zumindest zu einer leicht nachvollziehbaren Story. Bin ich mal gespannt. Evelyn. Warum hat er sie Evelyn genannt? Ist das Evelyn? Krass. Und Ethan, wirklich? Mold? Also hier dieser Schimmel da? Ich meine, solche Viecher gibt's, aber krass. Gut, Fragen über Fragen. Wir nehmen es einfach mal so hin. Ich glaube, das jetzt irgendwie zu hinterfragen oder sich seinen Mind ficken zu lassen, ist, glaube ich, echt übel. Von daher, okay. Was ist Boni-Shop? Bonusspiel Söldner kostet 10 Punkte. Eine durchschlagskräftiges Sturmgewehr mit kurzem Lauf. Nach dem Erwerb. Okay. Ich glaube, wir können jetzt diese ganzen Waffen irgendwie kaufen. Handcannon ist noch nicht freigeschaltet. Schließen Sie alle Level im Modus die Söldner ab, mindestens mit Rang SP ab, um die LZ-Anzweiger um Kauf freizuschalten. Ist das Laserschwert? Ich muss jetzt gerade an Darth Maul denken. Ich bin auch mal gespannt. Es kann aber auch sein, dass sie gar nicht weitermachen. Filme und so weiter und so fort. Konzeptart und so weiter hast du nicht gesehen. Warte mal, Konzeptart würde ich mir gerne mal angucken. Boah, das muss ich alles... Muss man das alles... Das muss man alles extra kaufen, damit man es ja noch mehrmals spielt. Ach, komm schon. Ethans Geschichte und so weiter und so fort. Boni-Shop. Och nee. Modelle Ethan Winters. Mia Winters von mir aus.
Ja, die kaufen wir uns natürlich. Cassandra, Daniela, okay. Ja gut, viele Konzepte. Das ist dumm. Das ist, sorry, aber das ist dumm. Mit diesem ganzen Bonusgeschiss. Also irgendwie mutierte Donner. Ich weiß nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch. Also wir müssen es noch 1000 Mal spielen, damit wir irgendwie uns alle... Konzeptart. Das hätte ich vielleicht holen sollen. Rosemary Winters, erwachsen. Okay. Oh, Chris, weißt du, Chris als Konzept holen und sich dann einfach das Outfit klonen. Das wäre auch ganz cool. Waffen, ja, von mir aus Extras, Bonusspiel, Hammer geholt. Ja, ich weiß nicht. Finde ich irgendwie nicht so. Das war irgendwie... Meh. Gut. Tja, ich würde sagen, macht's gut, Leute. Haut rein. Ich bin auch fertig mit dem Spiel. Ach, naja, mal gucken. Vielleicht spiele ich das nochmal. Muss ich mal sehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute noch durchziehe. Wie lange sind wir? Naja, 7 Stunden ist okay. Gute Nacht. Ich werde wahrscheinlich nicht schlafen, ich werde wahrscheinlich durchmachen, aber haut rein.